Atlantikwallmuseum Nordwijk. Ein bisschen deutsche dunkle Geschichte. Deutsche dunkle Geschichte oder dunkle deutsche Geschichte. Ist auch wurscht. Wir schauen uns das mal an gemeinsam. Und da gibt es dann nachher auch noch eine Führung dazu. Da halte ich mich dann ein bisschen zurück. Bis dann. Diese Stätte, ja, man muss fast schon sagen Ausgrabungsstätte, weil sie ständig erweitert wird und weil mittlerweile auch genehmigt worden ist, dass man nach links und rechts die Gänge zu den anderen Geschütztürmen bzw. Geschützstellungen auch ausgraben darf, beinhaltet ein kleines Museum und dann noch spezielle Führungen, wo man dann wirklich durch die dunklen Gänge gehen kann und zu den einzelnen, ja, Behausungen, nenne ich es jetzt mal, kommt und sich das anschauen kann, holländisch, deutsch, englisch, in welcher Sprache ihr die Führung auch immer haben wollt, die könnt ihr da bekommen. Hier beginnt jetzt die Führung und ich lasse euch da mal mit dem Kollegen alleine. Der hat das super erklärt, hat sich sehr viel Mühe gegeben und auch die Kinder fanden es sehr interessant. Und wie ihr alle wisst, wir müssen drüber reden. Google Maps, das ist fantastisch, aber 80 Jahre zurück hat das noch nicht gegeben. Und die Erklärungsoffiziere, die haben dann nach kleinen Anweisungen gesucht. Ja, ich hoffe, euch hat der kleine Ausschnitt von diesem Museum, aus diesem Museum gefallen und schaut euch das mal an, ist wirklich sehr interessant und wird auch jederzeit erweitert. Liken und Abonnieren meines Kanals ist erlaubt und gewünscht. Bis dann, bleibt gesund.